Verspielt, elegant und unglaublich intelligent. Das ist dein durchschnittlicher Katzenfreund für dich. Es gibt einen Grund, warum Katzen die zweitbeliebtesten Haustiere sind. Nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Als Katzenbesitzer musst du allerdings sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, sich um sie zu kümmern. Katzen sind keineswegs naiv. Und du musst dich wirklich anstrengen, wenn du willst, dass deine Katze dir vollkommen vertraut. Wenn du dich fragst, wie du das anstellen sollst, haben wir eine Lösung für dich. Hier sind 10 wissenschaftlich bewiesene Wege, wie du deine Katze dazu bringst, dir zu vertrauen. Ohne Umschweife, fangen wir gleich an. Nummer 10. Respektiere seinen Raum. Niemand mag es, wenn in seinen persönlichen Raum eingedrungen wird. Aber deine Katze hasst es vielleicht noch mehr, als du denkst. Das gilt besonders, wenn sie neu im Haus ist. Wie fast alle anderen brauchen auch Katzen Zeit, um sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. Wenn du sie ärgerst, während sie das Haus erkunden, landest du wahrscheinlich auf ihrer Dinge der Liste, die sie hassen. Aber denk daran, dass diese Regel nicht nur gilt, wenn deine Katze ein neues Familienmitglied ist. Du musst ihren persönlichen Raum auch weiterhin respektieren, egal wie lange du sie schon kennst. Katzen zögern nicht, dir mitzuteilen, wenn sie deine Aufmerksamkeit brauchen. Also musst du nicht davon ausgehen, dass du etwas Gutes tust, wenn du in ihrem Raum eindringst. Lass sie in Ruhe und sie werden schnell merken, dass du zu den Vertrauenswürdigen gehörst. Nummer 9. Sei voraussehbar. Überraschungen sind nicht jedermanns Sache und deine Fellnase mag sie ganz sicher nicht. Katzen hassen nämlich Überraschungen und wenn es etwas gibt, das sie garantiert in schlechte Laune versetzt, dann ist es ein erschreckendes Geräusch aus dem Nichts. Sei also vorsichtig in der Nähe deiner Katze, besonders wenn sie ein schüchternes kleines Kätzchen ist. Einige der Katzen sind ziemlich entspannt und kümmern sich nicht wirklich darum, was um sie herum passiert. Aber andere können ziemlich empfindlich auf laute Geräusche, Geschrei oder das Stampfen auf dem Boden reagieren. Das lässt sich nur schwer vermeiden, wenn du Kinder dabei hast. Aber sieh es als eine gute Gelegenheit, deinen Kindern Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse eines Tieres beizubringen. Nummer 8. Belohne gutes Verhalten. Wir alle brauchen von Zeit zu Zeit Anerkennung und deine Katze ist da nicht anders. Wichtiger als schlechtes Verhalten zu bestrafen, ist es, deine Katze mit einem Leckerli zu belohnen, wenn sie etwas Gutes tut. Das kann alles Mögliche sein. Leckerlis, eine beruhigende Stimme, Spielzeit oder sogar Streicheln. Was immer die Katze glücklich macht, ist gut genug. Durch konsequente positive Verstärkung kannst du nach und nach das Vertrauen deiner Katze zu dir aufbauen. Und ehe du dich versiehst, bist du in der Lage, deine Katze mit positiver Verstärkung dazu zu bringen, alles zu tun, was du willst. Es gibt keinen besseren Weg, eine Bindung zu deiner Katze aufzubauen als diesen. Nummer 7. Lerne, wo du sie streicheln kannst. Ja, Katzen reagieren sehr empfindlich auf Berührungen. Aber wenn du nicht weißt, wie und wo du deine Katze streicheln sollst, kann das eine Katastrophe sein. Im Allgemeinen mögen sie es, an bestimmten Stellen gestreichelt zu werden. Und wenn du wirklich das Vertrauen deiner Katze zu dir aufbauen willst, ist es an der Zeit, dass du lernst, welche Stellen das sind. Laut einer Studie aus dem Jahr 2002 schnurrt, blinzelt und knetet deine Katze am ehesten, wenn du sie im Stirnbereich und an den Wangen streichelst. All das sind Anzeichen dafür, dass die Berührung positiv aufgenommen wird. Wenn deine Katze jedoch faucht oder mit dem Schwanz schlägt, wenn du sie berührst, solltest du es nicht noch einmal tun. Das passiert am ehesten, wenn du versuchst, den Schwanzbereich zu streicheln. Die Stelle, die eine Katze garantiert in schlechte Laune versetzt. Nummer 6. Arbeite von klein auf an der Integration in die Gesellschaft. Es gibt mehrere Studien, die an Kätzchen durchgeführt wurden und die zeigen, dass nur ein paar Minuten positive menschliche Interaktion pro Tag ausreicht, um Freundlichkeit und Vertrauen in den Menschen zu entwickeln. Wenn du vorhast, dir eine neue Katze anzuschaffen, ist es ideal, wenn sie zwischen 2 und 9 Wochen alt ist, um mit ihr zu arbeiten. In dieser Zeit lernt ein Kätzchen seine Umgebung kennen und entwickelt seine kognitiven Fähigkeiten. Jede Art von positiver Interaktion in diesem Alter wird sich als sehr nützlich erweisen, wenn es erwachsen ist. Solche Katzen sind dann nicht nur weniger ängstlich gegenüber ihrem Besitzer, sondern auch gegenüber allen anderen Menschen in ihrer Umgebung. Nummer 5. Lass die Katze ihre eigene Wahl treffen. Rücksichtnahme steht immer an erster Stelle, egal ob du mit einem anderen Menschen oder mit deiner Hauskatze zu tun hast. Das bedeutet, dass du in der Nähe deiner Katze sehr vorsichtig sein musst, vor allem wenn du dir nicht sicher bist, ob ihr das, was du tust, gefallen wird. Wenn das der Fall ist, geh einen Schritt zurück und beobachte die Reaktion deiner Katze. Hier kannst du einen kleinen Zustimmungstest durchführen. Beende die Interaktion, gib der Katze etwas Raum und schau, was sie als nächstes tun wird. Wenn sie faucht oder sich von dir wegbewegt, notiere dir, dass du das nicht noch einmal wiederholen wirst. Wenn sie aber schnurrt oder sich an dich kuschelt, kannst du davon ausgehen, dass das ein grünes Licht ist und du weiter mit ihr spielen kannst, wie du willst.
Nummer 4. Sorge dafür, dass deine Katze sich durch deine Anwesenheit nicht bedroht fühlt. Damit deine Katze dir vertraut und sich dir gerne nähert, ist der erste Eindruck sehr wichtig. Das bedeutet, dass du auf deine körperliche Ausstrahlung in der Nähe deiner Katze achten musst. Wenn du weniger bedrohlich wirkst, wird deine Katze wahrscheinlich weniger Zeit brauchen, um sich in deiner Nähe wohlzufühlen. Du kannst dafür sorgen, dass deine Katze offen für Interaktionen ist, indem du dich auf ihre Ebene begibst und sanft die Hand ausstreckst, auf Anzeichen von Ärger achtest und der Katze ihren Freiraum lässt und sie neben dir sitzen lässt, ohne sie zu stören. Schon bald wird deine Katze anfangen, deine Hand zu streicheln, was ein ziemlich gutes Zeichen dafür ist, dass sie anfängt, deiner Anwesenheit zu vertrauen. Nummer 3. Sei konsequent mit deiner Katze. Auch das ist eine Eigenschaft, die Menschen und Katzen gemeinsam haben. Wir beide lieben Stabilität und das Wissen, dass wir uns auf jemanden verlassen können. Wenn du willst, dass deine Katze dir auf Dauer vertraut, solltest du sie regelmäßig füttern und mit dir spielen, nicht nur, wenn du in Stimmung bist. Nach Meinung vieler Experten ist das Füttern eine der besten Gelegenheiten, um eine Bindung zu deiner Katze aufzubauen. Es ist ein sicherer Weg, um sicherzustellen, dass deine Katze weiß, dass du in Zeiten der Not absolut zuverlässig bist. Ein weiterer Tipp ist, deine Katze mit mehreren kleinen Mahlzeiten am Tag zu füttern. Mit der Zeit wird deine Katze anfangen, dich mit Futter zu assoziieren, was in der Katzenwelt überraschenderweise eine ziemlich gute Sache ist. Nummer 2. Bleib sauber und frisch. Katzen sind in der Tat sehr wählerische Wesen. Sie achten mehr auf Details als die meisten anderen Haustiere da draußen. Eine Sache, bei der sie besonders wählerisch sind, ist die Sauberkeit ihrer Umgebung und natürlich auch die ihres Besitzers. Wenn du also willst, dass deine Katze glücklich ist und dir vertraut, musst du bei der Hygiene besonders vorsichtig sein. Das gilt vor allem für ihre Toilette. Eine schmutzige Toilette ist ein garantierter Auslöser dafür, dass deine Katze dich hasst, und das willst du auf keinen Fall riskieren. Eine gute Idee ist es, in ein selbstreinigendes Katzenklo zu investieren. Wenn du das nicht kannst, solltest du die Abfälle selbst aufsammeln und das Katzenklo täglich reinigen. Eine saubere und geruchsfreie Katzentoilette ist für deine Katze wichtiger, als die meisten von uns denken. Und da eine Wohnungskatze fast ausschließlich darauf angewiesen ist, dass der Mensch das Katzenklo sauber macht, ist das eine gute Möglichkeit, ihr Vertrauen zu dir aufzubauen. Nummer 1. Jede Menge Spielzeit. Ja, Katzen können launisch sein und du musst lernen, wann sie in Ruhe gelassen werden wollen. Aber das bedeutet nicht, dass sie auf ihre Spielzeit verzichten müssen. Du wirst viele Sympathiepunkte sammeln, wenn du regelmäßig mit deiner Katze so spielst, dass sie es auch wirklich genießt. Das kann eine effiziente Methode sein, um Vertrauen aufzubauen und deine Katze daran zu erinnern, warum sie dich so sehr liebt. Aber sei vorsichtig. Manchmal ist das, was du für Spielzeit hältst, für deine Katze vielleicht gar nicht so angenehm. Vergiss also nicht, auch auf ihre Reaktionen und Körpersprache zu achten und sicherzustellen, dass die Spielzeit beiden Seiten Spaß macht. Also gut, was hältst du von all den Möglichkeiten, das Vertrauen deiner Katze aufzubauen, über die wir heute gesprochen haben? Hast du auch eigene Vorschläge? Dann lass es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, das Video zu liken, die Wundersamen zu abonnieren und die Benachrichtigungen für weitere Beiträge zu aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.